Genau. Ich hoffe, ihr seid schon warm, weil wir sind schon warm, aber ansonsten, wir kriegen's. Wir kriegen's hin. So. Bis 8. Na super. Na dann. Musik läuft wieder. Sehr schön. Okay, da ich nicht weiß, ob ihr warm seid, machen wir jetzt nochmal ein ganz mini, mini, mini Warm-up, weil Four, wir sind jetzt hier nicht alleine und sind eigentlich schon ganz gut warm. two, Aber egal, wir probieren jetzt noch. one, Öffne die Beine. Geht go, auf, go, zu. go, go, Auf, go, zu. Auf, zu. Genau. Schön tief gehen. Genau. Runter mit dem Popo. Tief. Tief. Sehr gut. Genau, weil wir haben jetzt inzwischen ja auch den einen oder anderen, der live mitmachen darf, ohne Chat. Könnt ihr euch einwählen über die App. Ich glaube, zwei Leute dürfen immer mitmachen im Moment. Sehr schön. Schön weit auf. Popo runter. Knie immer schön in Richtung eurer Füße zeigen lassen. Geht tief. Tief. Letzter. Und. Okay. Sehr gut. Rest. Gut. Für die, die noch nicht so richtig warm sind, nächste Übung. Geht mit langem Oberkörper nach vorne und mit rundem Oberkörper wieder auf. Okay? Geht tief hoch. Langer Oberkörper tief, rund nach oben. Kein klassisches Intervalltraining, aber egal. Bisschen warm werden. Lange Arme, tief, am Körper eng zurück. Sehr schön. Zeig's von der Seite. Tief, aufrollen. Gerade tief und hoch. Sehr schön. Okay. Löst. Nehmt die Beine schon mal hoch. Hatten wir eben schon mal. Macht nichts. Ein Knie nach dem anderen heben. Dreht euch mit dem Oberkörper in Richtung des Knies. Sehr schön. Weiter. 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 Schön den Oberkörper drehen. Schaut in Richtung des Knies. Ziehen. Ziehen. Sehr schön. Drehen. 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 Und nochmal die Fersen vor. Vor. Vor, überkreuz, nochmal in die Ecken. Genau. Sehr schön. Gut. Zeig gleich mal die nächste Übung. Wir gehen hier zurück und ziehen das Knie hoch. Ganz weit zurücklehnen und mit Schmackes hoch. Zurück, hoch. Okay, mit Musik, wenn es geht. Wichtig ist mir, dass ihr wirklich das Gewicht schön nach hinten verlagert. Und dann das Knie kraftvoll hochzieht. Four, okay. Three, einmal langsam eingrooven. Two, one. Und wir ziehen zurück, ran. Okay. Geht nur schnell, dass das Gewicht nicht ganz so weit zurück. Aber jetzt zackig. Zackig. Genau. Zack, zack, zack. Fest. Schön kraftvoll auch mit den Armen ziehen, das Bein weit zurück. Zack, zack, zack. Sehr gut. Jetzt wird's warm. Four, three, noch zwei. Two, und one. Aus. Rest. Yes. Kommt mal zu eurer Matte. Wir wandern tief. Ich zeig's euch einmal. Tief, ein Liegestütz, zurück und wieder hoch. Tief, eine Liegestütz und zurück. Hoch, tief, hoch, tief, eine, wieder zurück und schön strecke. Tief. Ein Liegestütz, zurück, tief, schön stabil im Oberkörper, eins schaffen wir noch,
Und sehr schön. Wir hatten eben, ich das linke Bein, ihr wahrscheinlich das rechte. Einmal wechseln. Anderes Bein. Zieht wieder zurück. Tief ran. Zack. Zack. Ganz schnell und kraftvoll. Zieh. 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 Sehr gut. Zieh. Hopp. Bäuchlein festdrücken lang. Fester. 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 Sehr gut. Oberkörper leicht nach vorne geneigt. Four, jetzt three, drei, schon leicht geschafft. Zwei und one. Pause. Ausschütteln. Standbein tut mehr weh als das andere. Nochmal tief. Drei Durchgänge immer. Four, in den Liegestütz. Three. Sehr schön. Rollt euch ab. Lauft nach vorne. Ein Liegestütz. Zurück. Wieder nach oben. Tief. Vor. Schön stabil. Achtet darauf, wenn ihr vorne seid, dass die Schulterblätter auseinanderziehen. Ihr wirklich stabil seid. Sehr schön. Ich bin nicht mehr ganz alleine. Bin ich hier eh nicht. Wir sind hier zu dritt. Einmal andeuten. Sehr schön. Ich sehe schon. Steffi, Kai und Sabine sind da. Und die 17. Sehr gut. So. Im Wechsel. Erste Runde mit rechts. Wechsel links. Wechsel rechts. Sehr schön. Schön zackig. Wechsel links. Sehr gut. Wechsel rechts. Letzte Runde. Rechts. Three, links. Two, und. One. Pause. Rest. Letztes Mal nach unten. Four, three, durchschnaufen. Two, one. Ab geht's. Tief. Vor. Einen schönen Liegestütz. Wenn ihr sie nicht schafft, zur Not auch eine Damenliegestütze. Tief. Ganz runter. Schön stützen. Tief. Wir hoffen auch, die Verbindung hält. Wenn nicht, macht zu Hause weiter. Durchhalten. Steht das als Liegestütze. Schon sehr gut. Three. Alles ausschütteln, trinkt, schlucken. So, breite Squats. Wir gehen immer ganz weit. Schön breit. Tief. Tief. Ganz weit. Genau, sodass ihr diesmal die Innenschenkel ein bisschen dabei habt. Nehmt die Arme dazu. Zieht sie raus. Ganz weit. Ganz weit. Lang ran. Lang ran. Sehr schön. Tief. Genau, auch hier. Pomo bis zu den Knien. Knie zeigen nach außen zu den Zuspitzen. Sehr schön. Tief. 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 Sehr gut. Ja. Richtig schön runter, den Pomo. Lass uns warm werden. Zwei noch. Rest. Okay. Wir resten auf der Seite.
einmal hier runter, in den Unterarmstütz, Beine voreinander, zieht den Popo nach oben, hoch, ab, genau, zieh, sehr gut. Schön stabil, bleib gerade lang im Oberkörper. Wenn es zu anstrengend wird, könntet ihr auch die Knie hoch, tief gehen. Schöner ist aber, wenn wir versuchen, auf den Füßen zu bleiben. Ist anstrengender, aber geht. Zieh, leichte Schaft. Sehr schön. Rest ist gut, einmal hochschaffen. Ganz breiter Squatstand wieder, schön weit die Beine auseinander. Fußspitzen zeigen nach außen, Knie auch. Und wir gehen wieder tief, zieh die Arme raus. Lang. Mein Video hängt, ich weiß nicht, ob nur das Video hängt. Ah, jetzt geht's wieder. Schön tief in den Popo. Runter. Ellbogen zieht den Körper eng ran und wieder ganz weit nach außen raus. Sehr schön. Und bleiben, kleine. Tief. Schön weit unten. Genau, sehr gut. Noch 4, 3, glaube ich. Schauen wir mal. Ja. Und andere Seite. Wir gehen tief. Wechseln jetzt aber die Seite. Genau. Am besten die Füße entweder aufeinander oder voreinander. Es wäre super, wenn ihr es schafft, auf den Füßen zu bleiben. Einmal aufspannen. Popo geht nach oben. Hoch und tief. Schön die Schulterblätter lang, weit auseinander. Schön weit aufziehen. Rumpfstabil vom Feinsten, schön anstrengend. Sehr gut. Der Schweiß läuft. So wird es sein. Der Popo geht fast bis auf die Matte. Und schön weit wieder hoch. Zieht euch auf. Letzten 2. Einer noch. Und wieder nach oben. Für den dritten Durchgang. Letzte Runde. Ganz weit. Füße öffnen, Fußspitzen nach außen, Knie nach außen. Die Arme gehen dazu. Tief. Genau. Schön aufspannen. Langer. Und wieder ranziehen. Lang. Den Ellenbogen. Sehr schön. Schön weit runter. Endspurt. Genau. Kleiner unten. Zieh. Sehr schön. Letzte 2. Und. Rest. Gut. So. Da ich jetzt zwischendurch nicht wechseln möchte, werden wir jetzt eine Runde links machen und dann eine Runde rechts. Das heißt, wir sind jetzt wieder erstmal auf der anderen Seite. Zieht euch aus. Hoch. Sehr gut. Der ganze Rumpf arbeitet. Das muss richtig viel arbeiten. Schultern schön stabil. Schaut, dass ihr nicht so einsinkt. Sehr schön. Wenn ihr merkt, es geht gar nicht und ihr seid kipplig, könnt ihr natürlich die Hand auch nach vorne aufstützen. Durchhalten. Gleich geschafft. Sehr schön. Gut, einmal auf die andere Seite. Passt jetzt nicht in die Musik, aber es macht nichts. Einmal wechseln. Andere Arm. Dann nochmal ein Doppelwechsel. 3, 2,
One. Ah. Go, go, go. Oder Pause machen. Wer gar nicht mehr kann, darf Pause machen. Ich gehe schon mal spicken, was wir noch Schönes haben. Endspurt. Schön lang die Schultern voneinander weg und von den Ohren weg. Four. Drei. Drei noch. Two. Einer und. One. Yeah. So, ihr müsst eigentlich gar nicht ganz hoch, aber ihr dürft ein Stückchen mal trinken. Wir schauen, ob wir es in der Zeit schaffen. Three. Eine kleine Runde Pause. Two. Denkt was. One. So, die nächste Runde mit einmal sein hier unten im Stütz die Knie ranzuziehen. Der Mountain Climber. Heißt, ihr müsst wieder schön stützen aus den Schultern, Bauch fest, Rücken fest, Knie ranziehen. Dann drehen wir uns einmal um und machen ganz normale Bauchübungen, Sit-Ups. Three. Okay? Two. Beginnen mit dem Mountain Climber. Zieht, ran. Yes. Könnt ihr jetzt entweder so ein bisschen langsamer machen oder schneller, wie ihr möchtet. Schaut, dass ihr die Knie wirklich schön weit nach vorne ranzieht. Three. Two. Haben wir jetzt die Pause genutzt? Naja, dann müssen wir ein bisschen länger machen. Go, go, okay. Go. Schön durchhalten, Knie weit nach vorne ziehen. Das könnt ihr auch langsam machen. Oder etwas schneller. Einmal umdrehen. Puh, kurz durchschnaufen. Das war anstrengend. Sehr schön. Ich möchte, dass ihr jetzt hier wirklich einmal schön abrollt. Und euch wieder schön weit nach oben aufzieht. Okay, Bauch fest, tief. Hoch. Schön lang aufziehen. Bauch zieht. Rücken unterstützt. Schön weit. Ganz nach unten, ganz hoch. Viel Kraft aus dem Bauch. Sehr schön. Pause. Wieder umdrehen. Kurz durchschnaufen. Juhu. Der Schweiß läuft. Yay. Die Climber. Und zwar jetzt mal zur Seite. Die Knie zur Seite ranziehen. Das heißt, ihr zieht in Richtung eurer Ellbogen. Der Oberkörper ist wieder ganz stabil. Die Schulterblätter weg voneinander, von der Wirbelsäule. Und weg von den Ohren. Zieht. Zieht. Feste. Zieht. Durchhalten. Sehr gut. Kommt, noch vier schafft ihr. Drei. Zwei noch. Und es schafft. Der Bauch wartet. Juhu. Ja, tief durchatmen. Und wir rollen. Tief. Auf. Strecken. Tief. Hoch. Lange Rücke. Tief. Schön rund.
wieder hoch, strecke, tief, hoch, lang, tief, hoch, hep, tief, hoch, strecke, ganz viel Kraft im Bauch, eure geraden Bauchmuskeln freuen sich, das Sixpack will trainiert werden. Sehr schön, wir haben gleich geschafft. Eins schaffen wir noch. Sehr schön. So, letzter Durchgang. Heißt einmal die Knie nach vorne ranziehen, einmal zur Seite. Yes. Durchhalten. Schultern lang. Oberkörper stabil. Eine Runde vor, eine Runde zur Seite. Eine vor der Brust, eine zu den Knien. Ran, seit, ran, seit. Einmal tief, einmal seit. Ran, seit. Komm, letzter Durchgang. Zieh, seit. Gerade, seit. Letzte Runde. Sehr schön. Und rest. Aber auf den Rücken. Die letzte Runde Bauch muss auch noch. Und wieder. Abrollen. Hoch. Strecke. Abrollen. Hoch. Lang. Tief. Und viel Kraft. Abrollen. Halten. Ziehen. Abrollen. Ziehen. Ha. Tief. Hoch. Yeah. Tief. Hoch. Durchhalten. Atmen. Die Muskeln brauchen Sauerstoff. Sehr schön. Tief. Sehr gut. So, kleine Pause, trinkt was. Wir bleiben tief, aber es bleibt anstrengend. Ein bisschen müssen wir noch. Go, 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 go. So, die nächste Runde ist hier unten im Unterarmstutz. Und wir heben die Beine. Eine nach dem anderen. Das ist die eine Übung. Die zweite ist hier oben, dass wir in diese Halteposition gehen. Das heißt, Beine sind in der Luft, der Bauch hält sich. Und wir tun so, als hätten wir so einen ganz dicken, schweren Ball, den wir hier von einer Seite zur anderen nehmen. Okay? Wir gehen dann aber hier unten im Unterarmstütz mit den Füßen. Heben, einmal nach dem anderen, wegnehmen vom Boden. Stabil halten. Okay. Wenn die Musik da ist, dann fängt es sie. 4. Okay. 3. Bobo weg vom Boden. 1. Marschier. Go, 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 go. Könnt ihr jetzt entweder ein bisschen schneller machen oder die Beine bewusst heben. 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 Etwas schneller marschieren. Wieder im Wechsel. Hoch, 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 hoch marschieren. Nochmal im Wechsel. Hoch. Marschieren. Wechsel. Letzte Runde. Marschieren. Wechsel. Und. Anstrengend immer diese Halteübung. Die sehen nach nichts aus, sie sind so anstrengend. Okay. Schnappt euch den dicken, schweren Ball. Beine in der Luft. Und nehmt diesen schweren, imaginären Ball von einer Seite zur anderen. Ihr könnt dabei die Knie so ein bisschen mit auf die andere Seite nehmen. Also immer gegengleich. Wenn die Arme nach links gehen,
Knie ein bisschen nach rechts. Halten. Halten. Bauch ist fest. Sehr schön. Schön groß die Arme über oben nehmen. Noch zwei. Einer. Und. Rest. So, auf den Bauch wieder. In den Unterarmstütz. Und die Beine wandern nach außen und nach innen. Außen, innen. Öffnen, schließen. Auf, zu. Und wir stützen. Der Bauch ist fest, der Rücken gerade. Popo schön tief. Eine Linie. Oberkörper, Hüfte, Beine. Wechselt mal die Richtung. Beginnt mal mit links nach außen. Sehr schön. Auf, zu. Auf, zu. Vielleicht mal wechseln. Einmal rechts auf, einmal links auf. Einmal rechts, einmal links. Und durchatmen. Hui, ist das anstrengend. Lang nicht gemacht, das rächt sich. Juhu. Durchatmen. Der Ball. Und Beinchen in die Luft. Seit. Seit. Denk dran, den Ball schön über oben. Ist ja nur so ein kleiner Medizinball, nur so 3 Kilo. Die Knie gerne, wenn es geht, gegen gleich mitnehmen. Sehr schön. Schön festhalten. Durchhalten, gleich geschafft. Und die letzten zwei. Und einmal kurz strecken. So, letzter Durchgang. So, wenn ihr es schafft, springt ihr jetzt. Auf, zu, auf, zu. Wenn ihr es nicht schafft, öffnet ihr. Oder haltet nur noch, je nachdem, wie fit ihr noch seid. Ist der letzte Durchgang. Ach, so anstrengend. 4 noch. 3, hoffe ich. 2. Doch noch ein paar mehr. Auf. 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 Und. Geschafft. Wir brechen hier alle fast zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Letzte Runde fürs Bäuchlein. Dann hoch die Beinchen. Rüber und über. Für eine schlanke Westentaille. Sehr schön. Durchhalten. Ja, schön rüber, die Knie mitbewegen. Sehr gut. Gleich geschafft, kommt. Durchhalte, die letzten 4 noch. 3, 2, 1, aus. Oh. Einmal zusammenbrechen, euch Flasche ist zu gut. Juhu. Oh. Wir liegen auf dem Boden, wir bleiben auf dem Boden, aber wir drehen uns noch einmal um. Und heben mal Oberkörper und Beine und lösen sie wieder. Heben Oberkörper und Beine, lösen. Den Rücken anspannen, die Arme sind in der U-Halte. Hebt die Arme, löst sie. Hebt die Beine, genau, bis die Knie wechseln vom Boden. Schön den Rücken anspannen.
hoch, ab, hoch, ab. Schön die ganzen kleinen Muskeln entlang der Wirbelsäule aktivieren. Den Rücken nach oben ziehen. Four, three, two, einer noch. One. Und wir lösen. Drehen uns nochmal auf den Rücken. Wechseln. Und heben jetzt gleich den Popo nach oben. Und lösen. Popo hoch. Und ab. Okay. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Schön weit nach oben schieben die Hüfte. Ganz weit hoch. Ganz weit hoch. Schön das Gesäß anspannen. Und heben. Senken. Heben. Senken. Ganz weit hoch. Schiebt. 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 Sehr schön. Weit nach oben lösen. Weit nach oben lösen. Hoch. 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 Sehr schön. Und wieder um. War doch jetzt fast entspannt, oder? Der Rücken. Darf nochmal. Popo anspannen, Beine und Arme wieder anheben, hoch, ab. Wir variieren, wir gehen jetzt mal im Wechsel. Linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein. Heben, einmal schön diagonal. Aber immer nur ein Arm und ein Bein. Trotzdem ganz kraftvoll, heben, löse, heben, löse, heben, löse. Hoch. Hoch, ab, hoch, ab. Four, three, einmal jede Seite. Two, one. Sehr schön. Und wieder umdrehen. Nochmal der Popo gleich in die Luft, wenn die Musik wieder da ist. Die Beine schön eng am Körper ran, die Fersen relativ nah am Gesäß. Three, Hände ganz locker rechts und links und neben den Körper. Hebt den Popo hoch, schiebt hoch, 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 ganz weit hoch, gar nicht mehr so tief gehen, hoch, hoch, hoch und wir bleiben mal oben, klein oben, ganz klein und fest, hoch, 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 hoch. Jetzt machen wir einen Wechsel, dreimal hoch, der vierte darf tief gehen, wir schieben hoch, 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 einmal ab. Hoch, 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 ab. Hoch, 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 ab. Four, heben feste. Three, letzter. Two, heben. Und one, lösen. Sehr schön. Rest. Juhu. Noch einmal umdrehen. Letzte Runde four, für den Rücken. Three, two, wir machen das jetzt ähnlich. Beide one, Arme, beide Beine. Wir heben dreimal klein. Einer geht ab. Drei kleine nach oben, ganz kraftvoll. Einer löst. Heben, 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 löse. Heben, 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 löse. Feste, ziehen, ziehen, ziehen. Einer ab. Ziehen. Sehr schön. Löse. Hoch. Hopp. Und ab. Ziehen. Hopp. Und ab. Heben. Löse. Heben, lösen, four, letzte three, Runde, two, heben one, und besser. Sehr gut. Noch einmal umdrehen. Four, three, Fersen eng am Popo dran und wir gehen nach oben. Hoch, erstmal nochmal, im Wechsel. Drei kleine nach oben. Schieben hoch, 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 ab. Hoch, 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 ab. Noch zwei mehr davon. Einer noch. Und den Endspurt halten wir oben ganz kleine. Fest, fest. Den Popo ganz fest anspannen jetzt. Ganz fest, ganz fest. Leicht geschafft. Haltet durch. Feste, feste,
Testen, testen. Anspannen. Four. Letzten three. Drei schon. Zwei noch. Und lösen. Nehmt mal eure Knie. Fasst sie unterhalb der Schienbeine. Beine ranziehen. Sehr schön. Four. Nehmt mal die Beinchen nach oben. Eine Runde geht, glaube ich, noch. Wir öffnen die Beine. Weit auf, zu. Auf, zu. Bisschen in den Schenkel. Lange Beine in der Luft. Schön weit öffnen und wieder schließen. Genau. Auf, zu. Auf, zu. Ganz weit. Ganz weit. Ziehen. 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 Sehr schön. Auf. 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 Jetzt sind vier. Stimmt gleich wieder rum. Noch zwei. Und halten die Beine mal hier oben. Aber nicht ganz so weit auf, so dass sie bequem zu halten sind. Zieht die Fußspitzen mal tief. Nehmt die Hände nach oben. Warum? Wir gehen jetzt im Wechsel. Rechte Hand zum linken Fuß. Linke Hand zum rechten Fuß. Zieht, 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 komm, lang, lang, lang. Schön im Wechsel, nochmal Bäuchlein und schräge, gerade und schräge Bauchmuskeln dürfen gleichzeitig arbeiten. Juhu. Zieht. Ihr könnt gerne auch so ein bisschen mehr außen an die Fußspitze gehen. Schön weit, außen, außen. Außen, außen, sehr schön. Und Pause. Beine einmal kurz ranziehen. So, Beine wieder nach oben. Und nochmal schön weit auf. Komm, auf, zu, auf, zu. Auf. Schön weit öffnen. Innenschenkel sind aktiv. Drei kleine außen. Komm, wir ziehen, ziehen, ziehen zusammen. Dreimal auf, auf, auf. Einer schließt. Auf, auf, auf. Eine zusammen. Öffnen. Sehr schön. Auf, auf, auf. Auf, auf. Auf. Sehr gut. Nochmal. Auf. Und. So, so. Einmal kurz beugen. Wir nehmen sie aber gleich nochmal hoch. Eine Runde machen wir noch mit dem Bauch. Nehmt die Beine ruhig mal zusammen. Wir können trotzdem mit den Händen hoch, aber jetzt in die Schrägen wieder. Das heißt, die rechte Hand geht an die linke Außenseite von dem Fuß. Außen, 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 cut, zieht. Wenn ihr nicht an den Fuß rankommt, ist nicht schlimm, die Richtung ist wichtig. Nicht, dass ihr den Fuß erreicht, sondern dass ihr schräg rüberzieht. Immer schön in die Diagonale, rüber, rüber, über Kreuz. Der Bauch zieht, feste, feste. Ich schraub mich hier langsam aus dem Bild raus, über die Matte rüber. Sehr schön, komm, gleich geschafft. Auf, noch vier, drei, zwei und geschafft. Juhu. Einmal wieder runterrücken. Nächste Runde, davon sparen wir uns. Ich bin mal gar nicht so. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger dabei, also. Wir hier vor Ort werden jetzt eigentlich schon fertig, weil wir pünktlich viertel vor angefangen haben. Online hat es ja leider nicht so geklappt zu Anfang mit der Technik, von daher machen wir, glaube ich, noch eine Kleinigkeit, bevor wir zum Stretching gehen. Eine kleine Runde schaffen wir noch. Dafür dürft ihr euch noch einmal hinlegen. Die Beine nochmal nach oben nehmen, die Arme rechts und links auf die Seite. Und jetzt lassen wir die Beine vorsichtig zur Seite sich neigen. Das ist kein klassisches Tabata, aber das macht nichts. Schön halten, ganz kraftvoll. Die Beine
wie so ein Pendel. Einmal ganz weit nach links, einmal ganz weit nach rechts zur Seite neigen. 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 Sehr schön. Noch zweimal. Schön langsam, aber mit ganz viel Kraft. Haltet, haltet, haltet. Einmal noch zu jeder Seite. Sehr gut. Einmal kurz oben halten. Im Wechsel die Beine. Einmal tief ran. Tief ran. Tief ran. Die letzte Übung, versprochen. Bauch fest, der Rücken bleibt auf der Matte liegen. Der Bauch ist so fest, dass er euch schön stabil unten hält. Gleich geschafft. Auch ohne Musik, gleich geschafft. Kommt, noch vier Stück auf jeder Seite, schafft ihr. Noch drei, gleich. Noch zwei, noch einer. Und geschafft. Genau, der Marc wechselt uns vielleicht einmal die Musik. Sehr schön, gut durchgehalten. Ja, bitte einmal wechseln. Ja, da kannst du die letzten zwei Lieder, sind eigentlich immer Stretching. Gucken wir mal, welche Nummern es sind. Genau, ein ordentliches Stretching haben wir uns jetzt verdient. Normalerweise sind es die letzten zwei Lieder, sind eigentlich immer Stretching. Hoffe ich mal. Atmen schon mal tief durch, trinkt mal ein Schlückchen. 15 Sekunden sind immer viel zu kurz zum Trinken, das müssen wir meinen. Ganz nach hinten, wenn du jetzt auf der 1 warst, kannst du 2 nach hinten drücken. Das würden wir mal nehmen, das hört sich gut an. So, einmal wieder hinlegen. Einmal nach tief bleiben. Ich schnapp mir jetzt mal mein rechtes Bein und streck das mal ganz lang nach oben. Ihr könnt, wenn ihr jetzt das Bein nicht einfach so strecken könnt, natürlich gerne noch ein Hilfsmittel benutzen. Das heißt, euer Handtuch oder ein Seil oder ein Gummi oder was auch immer ihr parat habt. Wichtig ist, dass ihr das Bein jetzt wirklich lang streckt und so weit wie möglich, entweder am Oberschenkel oder vielleicht auch an der Wade, Richtung Oberkörper ranziehen. In die Dehne. Dabei könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne so ein bisschen federn oder halten, wie es euch angenehm ist. Wichtig ist, dass das Bein schön lang bleibt, nie gestreckt, die Dehnung spürt auf der Rückseite eures Oberschenkels. Da darf sie jetzt ein bisschen wehen. Schön in die Dehnung reinziehen. Das Gehen aus euch wieder weg. Doch, da sind wir wieder. Juhu. Solltet ihr wieder weg sein, stretcht zu Hause weiter. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Ihr haltet hier, zieht die Fußspitze mit nach unten, schön aktiv. Oder wer faul ist wie ich, schnappt euch den Fuß, hält fest. Spürt die Dehnung in der Wade, habt jetzt die ganze Rückseite des Beines in der Dehnung. Einmal tief durchatmen. Die Fußspitze jetzt mal ganz aktiv. Tief ziehen, tief ziehen, lösen. Mach den Fuß noch mal kurz reisen, Fußspitze, ganz schön den Reis vorne lassen. Und einmal tief ziehen, langsam lösen. Nehmt das untere Bein ran, sodass ihr das obere jetzt einfach überschlagen könnt. Legt das Knie nach außen. Schnappt euch vom unteren Bein den Oberschenkel, zieht beide Beine wieder ran. Und gerne, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier das äußere Bein mit dem Oberschenkel, Ellenbogen am Oberschenkel nach außen schieben. Ja, sehr schön. Tief durchatmen. Die Dehnung genießen. Langsam das Bein, das übergeschlagen war, nach unten nehmen, auf den Boden. Tief atmen. Das andere Bein, das ihr jetzt festhaltet, ähnlich. Das Knie lang durchstrecken, das Bein so weit wie ihr könnt, Richtung Oberkörper tief ziehen. Hier könnt ihr, wenn ihr möchtet, wieder so ein bisschen Federn reinkommen oder halten, wie es euch lieb ist. Ihr könnt
Oberschenkel fassen, in die Wade fassen. Versucht nur zu vermeiden, in der Kniebeuge zu ziehen. Das verleitet dazu, das Knie wieder zu beugen, was wir nicht möchten. Das Knie ist lang gestreckt. Sehr schön. Wir nehmen die Fußspitze wieder dazu. Zieht die Fußspitze aktiv nach unten. Schön tief zur Nasenspitze. Könnt ihr mal schauen, ob er drankommt. Könnt ihr festhalten. Sehr gut. Und wieder im Wechsel. Einmal strecken. Einmal ranziehen. Einmal strecken. Und den Fuß nochmal kreisen lassen. Sehr schön. Das untere Bein schon mal rannehmen, damit ihr das obere Bein jetzt wieder überschlagen könnt. Bringt das Knie nach außen. Schnappt euch wieder den Oberschenkel von dem unteren Bein. Zieht beide Beine wieder ganz weit ran, so weit wie es euch möglich ist. Das Knie ist ganz weit außen. Ihr könnt mit dem Ellbogen ein bisschen nachschieben. Langsam das Bein abstellen, das zweite dazunehmen, beide Arme weit öffnen, mit den Handinnenflächen nach unten auf den Boden. Lass die Knie vorsichtig zu einer Seite umkippen. Der Kopf schaut in die entgegengesetzte Richtung eurer Knie. Die Schulterblätter sind beide auf der Matte. Spürt die Dehnung im unteren Rücken. Schön in die Dehnung hinein, ganz bewusst. Nehmt die Beine, die Knie über die Mitte vorsichtig zur anderen Seite. Kopf wandert auch einfach auf die andere Seite. Weg von den Knien. Schön aufziehen. Dass die Schultern auf dem Boden hängen. Hier so weit wie möglich auf der anderen Seite. Und wieder tief. Dann lösen wir den hinteren Arm, den Kniewaffel, wo auch unsere Knie sind, und der andere Arm. Stützen uns nach oben auf. Kommen in den Vierfüßlerstand. Einmal Katzenbuckel zu kommen, den Rücken hoch werden lassen. Und wieder strecken, einmal durchheben. Einmal runden, ganz weit nach oben, rund, 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 rund. Und strecken. Nochmal runden, runden, runden. Strecken, der Popo schiebt jetzt mal ganz weit nach hinten auf die Fersen, die Arme ziehen lang nach vorne. Finger ziehen, immer noch ein Stückchen weiter, die Arme aus den Schultern heraus. Der Rücken ist ganz lang. Sehr schön. Langsam wieder lösen. Einmal hier aufrollen. Einmal nach vorne bringen. Zack. Nehmt die Arme nochmal ganz weit nach hinten auf. Zieht sie zurück. Einmal lösen. Schiebt euch jetzt mal hier nach vorne, ganz weit. Vor, vor, so weit wie es für euch angenehm und machbar ist. Den Hüftbeuger hier mal in die Länge ziehen. Sehr schön. Nehmt mal die Arme dazu, zieht euch nochmal hoch auf. Öffnet, 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 öffnet und lösen. Einmal vorsichtig zur anderen Seite, Füße aufstellen, einmal die Richtung wechseln, anderes Knie tief, sehr schön. Und wieder erst nach vorne schieben, den Hüftbeuger öffnen, in die Dehnung rein, die Arme lösen und wieder mit hochnehmen, nach vorne halten und ein bisschen aufziehen, ziehen, 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 Arme wieder lösen. Tief nehmen, hier vorne zwischen die Beine nochmal beide aufstellen, Hände langsam nach oben, genau, nach oben arbeiten, Knie nochmal ganz weit nach außen schieben, 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 Oberkörper gerade, die Füße langsam schließen, zack, 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 und mal ganz weit aufziehen in die Länge und einarm tief, schnappt euch nochmal das eine Bein,
zieht die Ferse zum Popo ran. Genau, die Knie wieder eng zusammen jetzt. Die Schulter zurück. Popo nochmal ein bisschen aktivieren. So, dass euer Oberschenkel schön in der Dehnung ist. Der hat ganz viele Squats gemacht heute. Freut sich, wenn er in die Länge gezogen ist. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Langsam wieder lösen. Und das andere Bein. Angeln. Hochziehen, Ferse zum Popo. Knie wieder ganz eng beieinander. Popo ein bisschen nach vorne schieben. Die Arme, den einen Arm zurück, beziehungsweise beide Arme rück. Einer hinten, unten, einer oben. Hinten. Sehr gut. Die Dehnung nochmal kurz halten. Sehr schön. Langsam lösen. Alles nochmal ausschütteln. Lasst die Beine nochmal parallel stehen. Nehmt den Oberkörper nochmal. Dreht ihn ein bisschen auf. Die Wirbelsäule freut sich immer, wenn sie bewegt wird. Lasst die Arme jetzt etwas tiefer gehen. Sehr schön. Und nochmal die vorne über unten. Zack. Einmal nach rechts. Einmal nach links. Den Rücken nochmal hängen lassen. Ein letztes Mal in der Mitte halten. Aufrollen. Wirbel für Wirbel. Nochmal den Rücken nach oben aufrichten. Die Schultern nochmal ganz weit zurück. Und ich sag, schön, dass ihr dabei wart, hier vor Ort und live. War schwierig heute, aber schön, dass ihr trotzdem noch da wart. Hoffentlich klappt es nächste Woche besser. Bis dann. Tschüss.